Hallo miteinander. Mein Name ist Chris Rüttimann. Ich arbeite für die Firma Uni Consulting und in diesem Screencast stelle ich euch den Guacamole Remote Desktop Gateway vor. In den letzten Wochen hat sich die Arbeitsweise von uns allen verändert die entsprechenden Massnahmen, die ergriffen worden sind. Das stellt viele Firmen vor ein Problem, nämlich die interne Infrastruktur in den User-Dossen zur Verfügung zu stellen. Und oftmals ist nicht besonders viel extra Budget rum, weil man sonst schon mal schauen müssen, wie man durchkommt. Man will die interne Umgebung nicht zu fest umbauen, weil man hofft, dass man irgendwann bald wieder in Normal ist. Und entsprechend auch sicheren Zugang, wo supportarm ist, für die Leute von daheim aus gewährleisten. Der Guacamole Remote Desktop Gateway kann mit jedem Gerät, wo ein HTML5 Browser drauf hat, was heisst eigentlich mit jedem gängigen Gerät, wo im Internet kann surfen, eine Verbindung auf einen Core stellen. Über das Browserfenster, wir schauen jetzt näher an, ohne Plugin, ohne Software auf den Clients direkt. Man hat gegen hinten halt Möglichkeiten wie Drucken und andere Sachen, Audio, Video durchzureichen, Clipboard und auch Two-Factor bei Bedarf für einzelne User oder eine Menge einzuschalten. Hintereinander anbinden können bestehende Terminal-Server, Technical Workstation, lokale Workstation, alles, was im Prinzip im internen Netz via RDP erreichbar ist. Dazu muss die interne Umgebung nicht angepasst werden. Allenfalls muss man RDP aktivieren, falls es nicht so ist. Das kann man über einen GPO sicher erreichen und dementsprechend ist der Zugriff da. Der User meldet sich am wie das Passwort da, was dann nachher direkt durchgereicht wird an die entsprechenden Systeme. Jetzt schauen wir doch gerade mal eine an. Ich habe eine aufgesetzt, wo ich frisch installiert habe und Basiskonfiguration vorgenommen, um sie als Active Directory anbinden. Guacamole selber ist ein Open Source Produkt, das heisst, für die Appliance selber, wenn man sie installiert, fallen keine Lizenzkosten an. Natürlich, die Zeit für die Installation und Konfiguration ist dementsprechend etwas, was bezahlt wird, aber man muss nicht gross Sachen verändern oder bestehende Architektur überdenken oder eine Jahreslizenz von irgendeinem kaufen. Also das wiederum kommt der aktuelle. Jetzt melde ich mich einmal mit einem Admin-User aus dem ADA, zum schauen, wie die Konfiguration aussieht. Dazu kann man in die Einstellungen hin. Man sieht, aktiv sind keine Sitzungen rum. Ein Verlauf, das ist mein Test gewesen, wo eingeloggt war, sehen wir auch hier, alle Zugriffe sind auditiert. Bei Bedarf kann man Sessions öffnen und entsprechende Features wie Printing, File-Transfer und so weiter aktivieren oder deaktivieren, das heisst erlauben oder verbieten. Aber jede Verbindung von jedem User ist dementsprechend gelockt. Und zwar auch mit der IP. Das ist jetzt natürlich, weil ich aus dem internen Netz komme, das macht aber nichts. Benutzer, Directory, da sehen wir diverse, die drin sind, da sehen wir auch, wer wann eingeloggt war. Gruppen werden dazu benutzt, Verbindungsprofil mit den entsprechenden User verbinden. Das heißt, ich tue einen Benutzer in eine Active Directory Gruppe und
ordne dieser Gruppe dann ein Remote-Tab. Am einfachsten sind auf dem Terminal-Server fahren, wo Guacamole dann selbstständig ein Load-Balancing drauf macht. Oder es kann natürlich ein Einzelgerät sein, wo ein User hat, zum Beispiel eine technische Workstation oder sonst etwas, die würde man dann im User direkt zuweisen. Oder halt in einer eigenen Gruppe, wo die soll verfügbar haben. Dann, wenn wir reingehen, das ist die Verbindung. Das ist eine RDP-Verbindung, wo ich nichts anderes mache, als auf einen Windows-Server zu verbinden. Benutzernamen und Passwort gebe ich hinterher und dementsprechend kann ich halt noch Sachen einstellen, wo der Bandbreite entgegenkommen und entsprechende Features bietet. Man kann noch viel, viel mehr einschalten, ausschalten, optimieren, dass man noch ein bisschen rüberbringt. Fakt ist aber, dass man bis zu 200 User kann durchschleusen mit einer Single Guacamole Instanz. Und 200 gleichzeitig arbeitende User, das ist schon mal nicht schlecht. Natürlich kann man noch weiter skalieren, bedingt dann aber ein grösseres Setup. Also, wir haben die Verbindung in dieser Gruppe zugewiesen und der User 123 ist Mitglied von dieser Gruppe. Wenn der User 1 zum Beispiel jetzt einloggt und nur ein Verbindungsprofil hat, wird das direkt gestartet. So, und jetzt sind wir auch schon da drin. Mal schauen da. Jawohl, läuft. Und wir können direkt drin arbeiten. Ihr seht, Browserfenster rein. Das ist relativ simpel. Und dann im Vollbild arbeiten, sodass man komplett den Remote-Fenster sieht. Aber auch so ist es schon sehr komfortabel. Ich mache da mal einen Test, wo wir zeigen, was alles möglich ist. Drücke die Seiten einmal aus und ich sehe, da steht Download Redirected. Das ist der Guacamole-Bot registriert. Und wenn ich da drauf drücke, tut er im Browser innen den Download anbieten und entsprechend das File dann ablegen. So, da ein bisschen Gesichter umeinander schieben. Schauen wir es nochmal an. Hier ist das Dokument, das wir abgeladen haben. Nur zum Sagen. Das ist gerade von vorne. Das Aufmachen ist genau das als PDF, das ich ausgedruckt habe, hier hinten. Das heisst, Guacamole ist halt schon darauf ausgelegt, dass man einheitliche Schnittstelle hat in die Firma hinein, zentral kann konfigurieren, auditiert ist, Session Recording kann einschalten und zusätzlich Two-Factor, Radius, Duo Authentication oder andere Sachen kann anbinden, die halt dumm sind. Ein Einblick geben, wenn euch für den Guacamole Remote Desktop Gateway interessiert, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Wir setzen die seit ungefähr 4 Jahren im Produktiv ein Umfeld bei unseren Kunden ein und müssen ehrlich sagen, wir haben noch keiner wieder abgebaut, weil er nicht gebraucht worden ist. Wenn das Ding mal läuft und benutzt wird, wächst es eigentlich wirklich schön. Ich migriere sie auch schon seit dem Tag 1 immer wieder auf die neuen Versionen, was bei so einer komplexen Software auch nicht immer einfach ist und habe noch nie Settings oder andere Sachen verloren. Also, mich überzeugt es. Und ja, braucht ihr Hilfe, meldet euch, zusammen geht's. Merci vielmals, tschüss.